Heidiho, meine Hübschen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play, und zwar Portal Knights, ein Spiel von 505 Games. Herzlichen Dank, dass ihr mir das zur Verfügung gestellt habt, und wir werden das hier natürlich einmal anzocken. Ich habe das gerade schon mal, ja, ich habe kurz mir das Ganze angeschaut, muss sagen, es sieht verdammt nice aus. Aber bevor ich jetzt hier so viel sage, so viel erkläre, würde ich sagen, ich zeige euch das einmal, und zwar Portal Knights. Wir gehen auf Start. Und kommen jetzt hier direkt in ein Charaktermenü. Wir nehmen natürlich ein ganz typisch Kraxelus. Was sind wir? Krieger, Waldläufer oder Magier? Krieger. Die Krieger konzentrieren sich auf den Nahkampf, um Gegner mit ihren mächtigen Schwert- und Axtangriffen zu besiegen. Krieger verwenden mächtige Kampfschreie, um ihre Gruppe zu stärken und Feinde zu schwächen. Krieger nutzen hauptsächlich ihre Kraft, die ihnen mehr Lebenspunkte und höhere Nahkampfschaden verleiht. Dann haben wir noch Waldläufer. Die Waldläufer benutzen ihren schnellen Bogen, um Gegner aus der Ferne zu besiegen. Mit Bomben setzen sie Gegner und Blöcke gleichermaßen unter Druck. Waldläufer nutzen hauptsächlich ihre Beweglichkeit, die ihnen mehr Bewegungsgeschwindigkeit und höheren Distanzschaden verleiht. Und dann haben wir auch hier den Magier. Die Magier verwenden nicht nur Sensen und Zauberstäbe, um Gegner zu besiegen, sondern auch mächtige Zauber. Magier benutzen hauptsächlich ihre Intelligenz, die ihnen mehr Mana-Punkte und höheren Zauberschaden verleiht. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so schwer. Wir nehmen jetzt hier erstmal den Krieger, und vorab, es sei gesagt, das Spiel ist auch sehr, sehr gut im Multiplayer spielbar. Es wird auch vom Spiel selber, das werden wir gleich noch sehen, zahlreiche Funktionen zur Verfügung gestellt, um das Ganze Multiplayer-technisch zu spielen. So, wir gehen erstmal auf weiter. Dann können wir uns eine schicke Frisur hier aussuchen. Die sieht eigentlich schon gar nicht so schlecht aus, die 1, aber guck mal, was es noch so gibt hier so. Ach du Scheiße. Ja, also schön. Ja gut, das gibt ein bisschen femininen Touch. Dann hier einmal den Topfschnitt, ne? Topf auf, einmal rumgeschert, einmal rumgeschnibbelt und fertig. Der Woll-Look. Der Adi-Look. Hubschrauber-Landeplatz, natürlich auch immer sehr beliebt. Der Iro. Dann haben wir hier so einen Halb-Iro. Ein bisschen aus wie Wikinger. Dann der Bob. Also es gibt schon sehr, sehr viele Frisuren hier. Glatz ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich bleib, glaube ich... Ach du Scheiße, Justin Bieber. Ich bleib bei der 1. Die gefällt mir am besten. Dann können wir noch Bärte auswählen. Einen richtig schönen Rauscher, Axtbart. Einmal so einen kleinen, ja, Händlerbart. Mustache. Aber ich würde sagen, wir lassen es einfach. Also ein Kraxel ist einfach ohne Bart, ne? Dann können wir uns hier noch die Haarfarbe aussuchen. Schön blond oder grün oder was anderes. Aber ich nehme eigentlich braun. So ein bisschen, ja, meine Haarfarbe. Ja, ja, weiß ich nicht. Eher so... Braun ist eigentlich schon zu hell hier. Ach, wir nehmen jetzt einfach das und fertig. Können wir hier noch die Ohren wechseln. Oh, mit O-Ring. Knochen durch. Kleine Sternchen oder sowas. Knubbelohren. Fette Segelohren. ja, weiß ich nicht. Komm, wir nehmen mal so ein paar Knochen durch. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir hier noch unsere Augenform. Oh, ein bisschen aggressiv. Oder auch ein bisschen lieblich. Asia-Style. Oh, das war... Entschuldigung, das war Asia-Style. Dicke Augenbrauen. Ein bisschen Anime-Look hier. Aber ich würde es eigentlich so ein bisschen den aggressiven Look hier nutzen. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Ah. Augenfarbe. Lassen wir... Warte mal, grün ist super. Grün gibt es sogar. Nice. Kommen wir noch beim Mund. dich kriege ich auch noch. Sehr schön. Ah, ein bisschen nachdenklich. Vampir? Nope. Nein. Bitte keine Lippen. Ja, ich nehme einfach den hier, so ein bisschen frech, weißt du? Und dann können wir noch die Stimme ändern. Beides so Kinderstimmen. Aber gut, ich bitte dich. Ey, wir sind hier in dem Spiel, weiß ich, 14 Jahre oder so. Kann man jetzt nicht so ernst nehmen, ne? So, Charaktername heißen wir natürlich Kraxel. Und dann gehen wir mal auf Erstellen. Ich nehme das Ganze übrigens gerade mit OBS auf, weil das Spiel hat, ist noch Early Access, ne? Also es ist gestern, glaube ich, rausgekommen, kostet auf Steam so um die 13, 14 Euro, glaube ich. Ist gerade noch im Sale drin, also schlag zu. Und ja, ich habe schon ein, zwei Abstürze gehabt mit dem Spiel, das heißt, ich nehme mit OBS auf, dann brauchen wir die Aufnahme nicht unterbrechen. So, jetzt könnt ihr hier auswählen, lokal, mit Freunde oder privat. Ich nehme jetzt einfach mal privat, und dann könnt ihr auch hier beitreten. Ich glaube, da kann man in öffentlichen Spielen beitreten, ich bin mir gar nicht so sicher. Ah, hier können wir so neue Charaktere erstellen. Das ist natürlich auch sehr cool. Und dann gehen wir jetzt einmal auf Start, machen ein privates Spiel und, ja, sind Level 1 und fahren einfach mal fort. Friedliche Hügel, Stufe 1. Schade, der Prolog kam jetzt gar nicht. Den gab es vorhin noch. Ich habe den leider vorhin total weggeklickt, weil ich dachte, okay, ich lese das eben Let's Play nochmal durch. Aber ging jetzt nicht. Schade.
Friedliche Hügel, Landeplatz. Tapfere Portalritter benutzen Portale, um an ferne Orte zu reisen. Gefallene Portalritter werden am Landeplatz wiederbelebt. Okay, das hier ist der Landeplatz. Kann ich den zerstören? Nee, leider nicht. So, ihr seht das schon. Das Ganze ist hier sehr, ja, ich würde nicht sagen Minecraft-mäßig aufgebaut, denn das kann man einfach nicht, klar, man kann es hier und da vergleichen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Das hier. Man kann die Map abbauen. Aber allem ist das Spiel hier um einiges von der Grafik lieblicher gestaltet. Ihr seht das ganz gut. Und es gibt Quests. Es gibt viele, viele Quests, soweit ich das schon gesehen habe. Und auch so viele, viele Möglichkeiten. Also man kann auch hier natürlich craften, das ist ganz klar. Allerdings ist das hier ein bisschen simpler gelöst wie bei Minecraft. Das heißt, man kann sich das alles anklicken und dann selbst ein bisschen craften. Und ja, ich rüste mich erstmal ganz schnell aus. Ich habe hier eine Fahne, einen Pioniersumhang. Mana-Regeneration plus 1, Lebensregeneration plus 1. So, was haben wir hier? Ach, ein Skill-Tree. Das ist auch sehr, sehr geil. So, mit jedem Stufenaufstieg kannst du deine Werte erhöhen. Auf manchen Stufen kannst du neue Fähigkeiten erlernen. Manchmal hast du die Auswahl. Wähle mit Bedacht. So, dann haben wir hier... ja. Ach so, Crafting, genau. Das ist unser Inventar. Rüstung. Unsere Map. Die haben wir natürlich auch. Ach, das ist ja... Alter, wie geil. Habe ich vorhin nicht gesehen. Also, da seht ihr mal, was ihr hier erkundschaften könnt. Und dann haben wir natürlich noch die Optionen, die man noch umändern kann. Aber ansonsten ist das schon sehr, sehr nice. Mittlere Maustaste können wir übrigens in den First-Person-Mode schalten. Für die, die das lieber mögen, ist das gar nicht so schlecht. Für alle, die vielleicht so auch Minecraft spielen, ist das ja echt eine nette Sache. Ich persönlich werde erstmal so spielen, weil es einfach ja performanter ist, finde ich. Also, es spielt sich angenehmer. Oh, jetzt aber schnell, schnell, schnell. Wow! Nimm das, Bösewicht! Okay, da oben sind noch ein paar Slimes. Die holen wir uns auch mal ganz schnell. Muss natürlich ein bisschen auf mein Leben achten hier. Aber, ja doch, Tränke müsste ich noch haben. Ich muss mal schauen gleich. Dann muss ich mir die Schnelltaste legen. Damit wir hier nicht gleich ein böses Erwachen bekommen. So, nebenbei muss ich noch holzen und sowas. Ich hoffe, das geht gut, weil gerade hatte ich den ersten Absturz beim Abholzen. Aber das luppt. Was bist du denn? Alter! Was zur Hölle? Guck ihn dir an. Er ist ja fresh. Aber nützt dir alles nichts. Auch du, mein kleiner Papagei, musst drunter leiden. So. So, okay. Da hinten war... Nee, hä? Das ist was anderes. Das ist ein Portal oder so. Das ist nicht der Landeplatz, wo wir rausgekommen sind. Da ist der Landeplatz. Was ist das da hinten? Okay. Ja, wie ihr seht, wir können auch hier natürlich ganz klar bauen. Ne? Wir können es hier selber lustige Sachen machen. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Und allen ist das hier ein Spiel, was echt Potenzial hat, Suchtgefahr zu laufen. Also ich werde mal gucken. Ich habe 2 Keys bekommen von 505 Games. Vielleicht finde ich noch den einen oder anderen, mit dem ich das hier zusammen auf die Schippe nehmen kann. Und dass wir da vielleicht ein paar mehr Parts draus machen können, weil das Spiel hat echt Potenzial. Also mir gefällt es unglaublich. Macht echt viel Spaß. Oh, hier haben wir Cotton. Cotton ist super, das brauchen wir zum Craften. Für Rüstungsteile und sowas. Das heißt, das hole ich mir erstmal ganz schnell hier raus. Ja. Sammelst du auch ein, mein Freund? Ja, ne? Okay, geht alles automatisch. Da ist auch Mais. Ich gehe mal in die First Person, dann kann man besser klatschen. Da kannst du ruhig mal klatschen. So, dann machen wir einmal alles kaputt. Ne? Alles, was keine Miete zahlt. Oh, unser Schwert geht gleich kaputt, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen unbedingt nochmal Holz holen. Und Steine. Steine sind auch ganz wichtig. Wo haben wir denn hier Steine? Das ist alles Erde. Das ist Holz. Kann der auch rennen? Ich wüsste jetzt nicht wie. Da sind Steine. Dann holen wir uns die mal ganz schnell. Hier ist noch ein bisschen Cotton, den nehme ich noch mit. Also Baumwolle. Das Spiel ist, wie ihr seht, auch in Deutsch. Sehr, sehr cool. Und ich muss gerade feststellen, ne? Ich habe vorhin meinen Charakter gelöscht. Habt ihr gesehen, ne? Aber die Welt ist dieselbe. Der hat die Welt nicht gelöscht. Hätte ich da vielleicht noch neu machen können. Aber gut, ich habe eh noch nicht weit gespielt. Von daher ist das nicht so tragisch. Aber ihr seht, ist ja mein Inventar dasselbe. I? Nee, B war Inventar. Tatsache. Oder? Bin mir gar nicht so sicher gerade, ob das Inventar auch gelöscht hat. Aber gut, ist ja egal. Ich will das da eigentlich. Ich weiß noch nicht, wie man die Blöcke über sich kaputt schlagen kann. Also unter sich ist klar. Da kommt man einfach drauf. Aber irgendwie so zweite oder dritte, auch in der First Person kann man das nicht machen. Da weiß ich auch nicht, warum. Finden wir vielleicht noch raus.
So, jetzt erstmal schnell weiterlatschen. Denn wir müssen hier was reparieren. Ach, habe ich schon repariert. Ja, guck. Dann können wir aber hier noch updaten und so was. Also, wir können jetzt auf jeden Fall Baumwolle machen. Machen wir auch mal. 2, 3, 4. Komplett einmal reinballern. Strohblock brauchen wir jetzt nicht. Veredelter Holzblock brauchen wir auch nicht. Spitzhacke. Die machen wir uns natürlich. Ein Holzschwert, ein Holzbogen. Ist vielleicht beides nicht verkehrt. Ich mache mir... Warum nicht? Ach, Baumwolle fehlt mir. Okay. Elektrostab des Lehrlings. Aber hier müssen wir uns doch die Weste machen können. Baumwollstoff brauchen wir dazu. Warte mal, wo war denn Baumwollstoff? Hier, wenn... Nee, hier muss er... Nee, doch hier. Habe ich doch gerade gemacht. Da ist Cutten. Aber wo ist der Baumwollstoff? Ich gehe nochmal kurz raus. Ich klatsche nochmal ein bisschen Baumwolle. Hier war ja irgendwo noch was. Was waren das denn für Seeds? Weizensprossen? Ich guck mal ganz kurz. Ich hatte auch irgendwo Baumwollsprossen. Setzling, Baumwollsetzlinge. Da haben wir sie. Dann setzen wir die mal ganz kurz rein. Ich weiß nicht, wie lange das braucht zum Wachsen. Ich teste das jetzt einfach mal. Okay, das waren sie schon. Und dann warten wir einfach mal ab. Vielleicht geht das relativ fix. Ich weiß es nicht. Wir haben ja Zeit. Uns treibt ja keiner, Mensch. Das klatscht schon mal mit kaputt. Was haben wir bekommen? Das ist Markbaumsetzlinge, okay. Ja, und so könntet ihr auch craften, je nachdem, wo ihr Bock drauf habt. Oder auf was ihr Bock habt. Das finde ich sehr, sehr cool. Also ich sehe, wie gesagt, viel Potenzial in dem Spiel. Und dafür, dass das hier Early Access ist. Early Access. Ist das schon sehr cool. Also sehr ausgereift. Hier wird kein Spiel auf den Markt geschmissen, wo man sagen muss, okay, das ist noch irgendwie, ja, in den Kinderschuhen. Sondern das spielt sich schon sehr, sehr, sehr gut. So, da hinten leuchtet's. Es wird langsam auch dunkel. Also, es ist dunkel. Es wird nicht langsam dunkel, es ist dunkel, ne? Hier ist noch Cutten, den nehmen wir noch mit. Nein, so. Jetzt nimm es dir. Geht doch. Sammel den Scheiß ein, warte jetzt. Oh, hier ist noch viel Baumwolle. Hier ist noch viel, viel Baumwolle. Das ist super. So. Das nehmen wir auch noch mit. Oh, 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 da will ein orangener Schleim mir auf die Pelle rücken. Er kann es aber schön knicken, mein Freund. Das haben schon ganz... Ah. Hast du gedacht, ne? Oh, da springt der Drecksack raus. Ich glaube, es hackt. Oh, der ist runtergefallen. Aber das ist kein Problem. Der entkommt uns nicht so schnell. Oh, nice. 55 EP. Da seht ihr schon, das Level geht jetzt nicht unglaublich schnell. Also wir haben jetzt gerade mal ein Viertel vom Level geschafft. Das heißt, da geht noch einiges. So, haben wir alles? Haben wir alles. Den nehmen wir noch schnell mit. Der rechte Maus, da kann man übrigens die Kamera lösen. Ne? Dann ist man nicht so fixiert auf einen. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Wenn man mal aus dem Kampf flüchten möchte. So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Crafting Baumwollstoff. Benötigt Werkbank. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz nochmal zur Werkbank hin. Na, nehmen wir eine Abkürzung durch die Wand. Dann gucken wir hier nochmal. Baumwollstoff. Das machst du aber auch. Ach, ich brauche 5 dazu. 6? Nee, hä? So. Aber wo ist es? Ach. Ah, okay. Ich check's. Ich check's. Das muss ich mir rausholen. Sag mir das so einer. Okay, gut. Dann sollten wir es jetzt eigentlich im Inventar haben. Da haben wir es. Super. Und dann sollten wir uns hier auch Rüstung... Ah, sauber. Guck dir das an. 20 Lehm. Nice. Lehrling, Magier, Speer, dann ist das hier für einen Kämpfer. Mechaniker. Gut, wir machen uns erstmal das hier fertig. Nimm das mal mit. Das einmal. Da sind wir erstmal gut ausgerüstet. Die Junkerhose nehmen wir auch noch mit. So, okay. Können wir uns ein Tränke machen. Schwacher Heiltrank. Machen wir natürlich direkt mal mit. Sauber. Was können wir noch machen? Feuerstelle und eine Fackel. Werkbank, Upgrade, dazu brauchen wir Kupfererz, das haben wir jetzt gerade noch nicht da. Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen minen. Eine Werkbank können wir machen, Schmelzofen brauchen wir. Da brauchen wir 10 Steinblöcke insgesamt, okay. Ich rüste mich erstmal ganz schnell aus. Hier habe ich nichts, da habe ich die Brust. Hier habe ich Schuhe. Einen Ring habe ich noch nicht, aber hier habe ich Fäustlinge. Das reicht ja erstmal. Gut, dann sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen, ich denke, stärker. So, was ist das? Kann ich das reparieren? Nee, kann ich nicht. Auch nicht? Nee, okay. Dann können wir eigentlich das Haus absichern, oder? Also man könnte jetzt das Haus wieder aufbauen und dann erstmal als Unterschlupf nutzen, weißt du? Was steht denn hier?
Friedliche Hügel Baumwollfarm. In der Baumwollfarm stellen die Portalritter ihre Rüstung und Kleidung her. Okay. Da ist schon wieder so ein Papagei. Papagei des Grauens! Oh, 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 komm. Gib ihm. Mein Schwert ist gleich kaputt, sehe ich gerade. Ich komme noch nicht ran, ich komme noch nicht ran. Oh! Da holt der Drecksack aus. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Aber gut, was willst du machen? Pass auf. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, denn ich würde gerne irgendwie eine Axt machen oder sowas. Also, womit wir halt tatsächlich auch effektiver farmen können. Steinspitzhacke, die haben wir schon gemacht, ne? Oder? Warte mal. B. Da haben wir sie. Okay. Ersetzen wir einmal. Und ich hätte gerne noch eine andere Waffe. Da. Da. Holzschwert. Kostet uns Holz. Haben wir gerade nicht da. Müssen wir ganz kurz Holz klatschen. Oh, das geht ja schnell. Haben wir ja quasi alles vor der Haustür. Da. Zack. Es tut mir leid, Baum, aber heute hat sie ausgebaumt. Ja, genau, immer her damit. Das ist auch ganz cool, dass wir nicht alles immer selber aufheben müssen, sondern dass es direkt zu uns fliegt. Das finde ich sehr, sehr cool. Spart halt unnötige Laufwege. Was ist das denn? Los, du Scheißding, du! Ich mach dich kaputt! Bis du blutest! Okay, also mit ein bisschen Ausdauer könnte man ihn tatsächlich umhauen, wegklatschen, aber das ist mir jetzt eigentlich zu anstrengend. So. Wann wird es denn hier wieder Tag? Der Mond geht unter. Er geht unter! Der Mond geht unter. Ist das nicht ein schöner Monduntergang? Haha. Gucken wir uns das mal an. Nein! Pff, tot. Okay. Weiter geht's. So, ich habe gesagt, ich möchte nochmal ein neues Schwertchen craften. Ah, komm, gib mir das. So, nehmen wir direkt mit. Aber hier können wir noch nichts Besseres machen. Was ist das? Fähigkeiten? Holzfensterrahmen? Bett? Was denn ein... Wozu ist der denn? Zur Herstellung magischer Gegenstände. Wie geil ist das denn bitte? Blauer Portalstein. Da weiß ich noch nicht, wofür das ist. Ich denke, man kann ein Portal selber bauen. Aber ich bin mir da noch ein bisschen unschlüssig. So, Fackel mache ich auch mal. Wenn wir gleich in die Höhle gehen sollten, dann haben wir da auf jeden Fall was da. Denn ich denke, wir sollten auf jeden Fall ein bisschen... Psst. Haptor. Komm, lassen Sie einfach mal reingraben, Leute. Ach, mit der kann man auch anvisieren. Das ist natürlich Hammer. Hammergeil. Alter, wie geil ist denn das Spiel? Fette Sache. Ja, komm, lass uns reinklatschen hier. Mal eine schöne Miene machen. Hä? Oh, das wollte ich gar nicht. Es tut mir leid, Laterne. Das war nicht meine Absicht. Ich werde das natürlich umgehend wieder beheben hier. Da. Wo warst du drauf? Da warst du drauf, ne? Ne. So, komm, klatsch einfach dahin. Okay, also da ist noch ein kleiner Bug vorhanden. Der klatscht dann auf einmal da hinten, weil die, ja, weil der einfach falsch anvisiert. Ich, hab schon gedacht, der klatscht jetzt wieder auf der Fackel rum. So, okay. Dann würde ich sagen, graben wir uns einfach mal so ein bisschen nach unten mit. Boah. Hammer Spiel, ey. Macht Spaß, macht echt Spaß. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Leuten man das spielen kann. Also wie viele Leute hier drauf passen. Müsste ich den Entwickler auch mal fragen. Oder wenn ihr das wisst, könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben. Aber mir persönlich macht das Spiel unglaublich viel Spaß. Das hat Potenzial, irgendwie Dauerbrenner bei mir zu werden. Ich weiß, ich will noch nichts vorwegnehmen. Wir gucken uns das natürlich ganz entspannt an. Aber es sieht schon arg geil aus. Es sieht arg geil aus. Die Sonne geht jetzt auch auf. Wo ist es? Ganz kurz gucken, wo die Sonne aufgeht. Was ist das? Normaler Stein? Ja. Erdblock, Steinblock, okay. Hat Erfahrung gegeben. Mal ganz kurz hier. Ja. Müssen nachher mal einen Schleifstein holen. Wow, 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 wow. Okay, also hier geht's dann, ne? Ist kaputt. Ich weiß auch nicht, ob das feste Maps sind, aber ich denke eher weniger. Die Maps werden halt immer gleich aussehen. Also werden nicht random generiert sein. Aber gut, wenn mich da irre, dann sagt's mir einfach. Gut, wir brauchen noch einen Schleifstein. Machen wir einfach mal. Weil damit können wir unsere Sachen wieder reparieren. So, super. Okay, und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Portal Knights.